Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Doch bevor wir ins Spiel reingehen, wollte ich euch doch nochmal das Menü zeigen, denn es gibt jetzt neue Sachen. Zum Beispiel wird sich immer wieder das Hintergrundbild ändern. Und zum anderen, ihr seht ja, oben ist unser Speicherstand, die kann ich fortsetzen. Aber gibt es noch andere Sachen, zum Beispiel Spielstand löschen, wenn man neu anfangen will. Aber auch neue Sachen, wie zum Beispiel den Namen ändern. Wir können ja einfach alles ändern, wenn wir Bock haben. Das finde ich sehr interessant. Und das behalte ich mir nochmal im Auge. Vielleicht will ich ja hin und wieder mal ein paar Sachen ändern. Zum Beispiel, das könnte nützlich sein. Zum Beispiel für, die Basis, wenn man die Basis umbenennen will. Aber ich finde es cool, dass sie sowas gemacht haben. Es ist echt nett. Unter anderem gibt es aber auch Sachen, die wieder zurückgekehrt sind. Zum Beispiel die Wunderpost, die man zwar nie wirklich benutzt hatte früher, denn dafür brauchte man halt die Codes. Aber ein Code ist direkt heute am Release Day erschienen. Und den werde ich jetzt gleich eingeben und ich zeige euch gleich erstmal, was das überhaupt macht. Nämlich die Wunderpost ist ein besonderer Brief, der dir Items und Aufträge beschert. Allerdings brauchst du dafür ein geheimes Passwort. Schau einfach hier vorbei, wenn du ein solches erhalten hast und gib es ein. Gib das Passwort ein. Yep. Und zwar gibt es ein Passwort, das könnt ihr alle benutzen. Nur weil ich es jetzt benutze, heißt das nicht, dass ihr es nicht benutzen könnt. Ihr könnt es alle auch benutzen. Das erste Passwort ist nämlich 5. P. Ich muss gerade das auf meinem Bildschirm schauen, deshalb. Ja. Q. Wo ist das Q? Ich sehe es nicht, da ist es. M. Das können ja alle machen, das ist. Es gibt kein Limit. Also, doch, es gibt ein Limit, das kannst du nur einmal machen, aber. Trotzdem. Ja. Und. J. Da. Das ist das Passwort. Der Wunderpost ist ein Geschenk beigefügt. Möchtest du es annehmen? 5 Mini-Belebersamen, 2 Belebersamen und ein Team-Beleber-Orb, was ein neues Item ist. Und ich habe keine Ahnung, was das macht, aber ja, natürlich nehme ich an. Du hast die Items ans Kangama-Lager geschickt. Was das ist, das werden wir heute gleich noch erfahren. Möchtest du noch ein weiteres Passwort eingeben? Ich habe leider keins mehr. Deshalb, oh, ich liebe dieses Art. Machen wir weiter mit dem Spiel. Yay! Und ihr könnt mir nicht sagen, dass das Spiel nicht gut aussieht. Was ich blöd finde, in Super Mystery Dungeon, das Spiel, das Pokémon Mystery Dungeon Teil, der vor diesem Spiel kam, da hatte Bisasam ein grünes, eine grüne Schleife und hier eine gelbe. Das verstehe ich nicht ganz, warum die das gemacht haben. Aber was ich cool finde, ist, dass Pikachu eine grüne hat. Das heißt, ich habe eine gelbe und Pikachu eine grüne und das sind ja die gegenseitigen Farben. Ne, ja, egal. Ja, ich guck mal, vielleicht kann ich euch die Liste aller Schleifenfarben mal zeigen. Ansonsten könnt ihr es auch selber nachgucken, das ist ganz einfach. Hier können wir zur Tasche, zum Team-Info und das war's. Okay, wir gucken uns das mal an. Sorry, dass ich gerade so ein paar Nebensachen mache und nicht die Story weitermache. Ich mache ja schon, komm, ich mache die Story weiter. Pikachu, warum schläfst du hier vorne? Hast du kein Zuhause? Huch, oh nein! Sorry. Sorry, ich war so aufgeregt, dass ich ja seit Sonnenaufgang auf dich gewartet habe. Und da muss ich wohl irgendwie eingeschlafen sein. ja. Aber egal. Heute ist unser erster Tag als Trainerteam. Geben wir unser Bestes. Wobei. Wir haben noch gar keine Aufträge. Ja. Ich hab's. Vielleicht finden wir etwas im Briefkasten. Ja, das ist doch voll. Pika schaut in den Briefkasten. Der Briefkasten enthielt ein Retterteam-Starter-Set. Natürlich, man hat das natürlich immer. Wusste ich's doch. Das ist ein Retterteam-Starter-Set. Das bekommen alle, die ein Retterteam gründen. Pika öffnet das Retterteam-Starter-Set. Darin befindet sich ein Retterorden. So wie eine Sammelbox. Und außerdem noch eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Geil. Wer liest eigentlich noch Zeitung? Naja, geil, das war von früher Zeiten das Spiel. Klasse! Da haben wir ein paar wirklich nützliche Sachen bekommen. Hier hätten wir zunächst den Ritterorden. Den Beweis, dass wir ein Retterteam sind. Das ist eine Sammelbox. Dort können wir Items reintun, die wir in Dungeons finden. Legen wir gleich mal die Items rein, die uns Smetbo gegeben hat. Items sind äußerst nützlich. Wir sollten auf Abenteuern also immer welche dabei haben. Oh, und hier hätten wir eine Ausgabe der Pokémon-Zeitung. Da sind viele nützliche Infos für Retterteams drin.
Ich lege die Pokémon-Zeitung zurück in den Briefkasten. Lass uns später mal reinlesen. Mal sehen. Gibt es noch weitere Post? Haben wir auch nichts übersehen? Pika schaut in den Briefkasten. Doch der Briefkasten ist leer. Schade, sonst ist nichts drin. Wenn jemand unsere Hilfe brauchen würde, hätten wir einen Rettungsauftrag erhalten. Ich vermute, es weiß doch keiner von uns. Wir fangen ja gerade erst an. Flap, flap. Oh, was kann das wohl sein? Belieber. Kronk. Vielleicht ist das ja... Mike, sieh doch mal in den Briefkasten nach. Vielleicht ist es ein Auftrag. Okay, okay. Vielleicht ist es ein Rettungsauftrag? Was ist hier drin? Ich guck mal, okay. Ja, was gibt's da noch? Rechnung, Rechnung, Rechnung. Ah! Mike liest den Brief. Beep, beep. Raubi hat mir von euch erzählt. Bitte, wir brauchen eure Hilfe. Ein paar Magnetilo stecken in Schwierigkeiten. Eine seltsame elektromagnetische Welle floss durch einen Dungeon. Beep, beep. Sie bewirkte, dass sich zwei Magnetilo miteinander verbanden. Doch das genügt nicht, um ein Magneton zu bilden. So ist es unvollständig. Bitte helft uns, beep, beep, ein Freund der Magnetilo. Was meinst du, wollen wir es versuchen? Natürlich. Das ist die richtige Einstellung. Geben wir unser Bestes. Yeah! Donnerhallhöhle! Und jetzt kommt einer der besten Soundtracks. Oh, da seid ihr ja. Bzz. Unsere Freunde sind in dieser Höhle. Bzz. Sie müssten auf Ebene U6 sein. Helft ihnen bitte. Piep, bzz, piep. Okay! Donnerhölle UA1. Sprinten! Neige den linken Stick in eine Richtung, während du B gedrückt hältst, um zu sprinten. Leider ist es in diesem Spiel etwas verbuggt, denn man kann nur in eine Richtung sprinten und nicht die ganze Zeit gedrückt halten, um das Spiel zu verschleunigen. Man kann halt nur in eine Richtung sprinten. Ja. Wenn du an der Wand angekommen bist, hört's auf. Und das finde ich blöd. Das finde ich wirklich sehr blöd in diesem Spiel. Aber naja. Dafür gibt es halt, schätze ich mal, den Automodus. Äpfel, wenn sich dein Magen leert, dann iss einen Apfel. Um ihn wieder zu füllen, ist dein Magen völlig leer. Sinken mit jeder Handlung deine KP. Item schneller an sich, drücke B, um deine Sammelbox zu öffnen. Das geht schneller. Das geht schneller, als zuerst X zu drücken, um das Menü zu öffnen. Okay, und wie. Hier mache ich Attacken. Jetzt sehe ich es auch. Mit den Schultertasten. Ah, okay. Verfehlt? Let's go! Nice. Ich werde den Vorspulmodus wahrscheinlich nicht benutzen, weil ich in diesem Spiel nicht mag. Weil man hört einfach random auf. Selbst wenn die das so gemacht hätten, hätten die das zumindest so machen können. Oh, die können ja angreifen. Hallo? Stirb! Wenn die das jetzt zumindest mal so machen können, dass man nicht bremst. In Gänge zurückziehen. Hast du es mit mehreren Gegnern auf einmal zu tun? Zieh dich in einen Gang zurück und nimm sie dir einzeln vor. Das ist mir so was, Schnuppe. So, was setzen wir ein? Hä? Ja, ich will schnell einsetzen. Kann ich das nicht aussehen, was ich einsetze? Wählt der immer random was aus? Runden, wenn du dich im Dungeon einmal bewegst, dann bewegt sich auch der Gegner einmal. Welches Pokémon als nächstes handeln darf, folgt einer ganz bestimmten Reihenfolge. Umgekehrt bewegt sich auch der Gegner nicht, solange du dich nicht bewegst. Du kannst dir also Zeit nehmen, um in Ruhe deinen nächsten Zug zu planen. Das ist sinnvoll. Schlammbad verfehlt. Oh oh, Ladevorgang. Aua, Tech. Was? Wie viel Damage macht das denn bitte? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Okay. So, und nach jedem Schritt, den wir machen, kriegen wir auch noch Leben dazu. Deshalb benutze ich jetzt erstmal keine Heilerin. Diagonale Fortbewegung. Halte R gedrückt und neige den linken Stick in eine Richtung, um die diagonal fortzubewegen. Ja, ja.
I know, but I do not need this. Wie findet ihr eigentlich so die Grafik von diesem Spiel? Mit ZL Attacken auswählen. Wenn du ZL gedrückt hältst, kannst du mit Hilfe von A, B, X oder Y eine Attacke auswählen, die du einsetzen möchtest. ZL? Ach, also gibt's das doch! Attackenauswahl. Aber warum kann ich das nicht mit dem Stick auswählen? Warum muss ich denn die Tasten drücken? Egal. Greifen an mit einem Tackle! Oh, Pikachu greift mit an! Von da hinten, das ist cool. War bestimmt schon früher so, aber hab grad vergessen. Kampfunfähig im Dungeon. Wenn du in einem Dungeon scheiterst, verlierst du deine mitgeführten Items und dein ganzes Geld! Lass mein Pikachu in Ruhe. Warum hat das jetzt reingezoomt? Krasse Attacke, ich weiß. Oh oh. Nidoran. Bam! Okay. Wunderfelder. Tritt ein Pokémon in einem Dungeon auf ein Wunderfeld, werden alle seine Statuswerte, die zuvor gesenkt wurden, zurückgesetzt. Beachte jedoch, dass auch erhöhte Statuswerte zurückgesetzt werden können. Aber wer hat schon erhöhte Stats? Das hat man normalerweise nie. Schlammbart! Bam! Danke, Pika. Bam, bam, la, 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 la. Dum, dum. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dieses Soundtrack ist super nice. So, danke, Pika. Komm nicht schnell durch. Nächste Etage. O4. Oh. Anführer wechseln. Was? Drücke Plus, um den Anführer, das Pokémon, das du steuerst, zu wechseln. Du kannst also auch andere Teammitglieder steuern, wenn du sie zum Anführer machst. Oh, das ist neu. Abenteuertipps. Drücke Minus, um zur Anleitung zu gelangen. Dort erhältst du Hinweise, die auf dein Abenteuer von Nutzen sein könnten. Hatten wir alles aber schon. Okay, das ist cool. Ah, dann kann ich nicht angreifen. Machen wir so. Mir egal. Hype mich nicht. Also, wenn man A drückt, Leute, dann macht er einfach die Attacke, die der Computer denkt, ist die effektivste in dem Moment. Würde ich am Anfang schon empfehlen, aber man sollte das später im Spiel definitiv ändern und selber entscheiden. Aber für den Anfang ist es noch okay, deshalb lasse ich es nochmal. Oh nein, Heuler trifft mich von hier. Unsere Stats sind down. Unten rechts ist übrigens der ja, Command-Log, was auch immer. Zack, zack. Und, okay, weiter geht's. Du, 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 bom, 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 bom. Ein Elekid. Dich habe ich hier vermisst, mein Freund. Ich sehe dich sonst immer. Oh, Levelaufstieg für Pika. Level 6. Ja, aufgestiegen. Ja, kannst dich schon freuen. Du, 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 du. Oh. Pikachu, pass auf. Kriegst du den? Strauchler? Pikachu kann Strauchler? Moment mal. Pikachu, was kannst... Mogelhieb, Elektroball, Strauchler, Eisenschweif. Was? Warum kannst du Strauchler? Egal. Reicht für den Anfang. Ja, ist mir jetzt egal, die Items. Obwohl, das etwas Geld, das liegt direkt da vorne. Komm, Pikachu, sammel's auf. Okay, rein da. Bam, bam, badam, dam. Oh, ist schon da? Dum, bam, bam, bam. Ich hoffe, ihr genießt die Musik mindestens genauso viel wie ich. Ihr solltet sie auf jeden Fall genießen. Die ist super. Oh, da sind sie ja. Bringen wir sie hier raus. Nice. Badam, badam. Unsere Körper sind wieder getrennt. Beep, beep, hurra. Beep, beep, hurra. Beep, beep, hurra. Vielen Dank euch beiden. Ihr seid wahre Helden. Danke. Bzz, bzz. Großer Apfel. Sinelbeere. 650 Poke. Erhalten. Nice. Ich bin echt froh, dass die Rettung heute erfolgreich verlaufen ist. Ja, ich auch. Das war also unser erster richtiger Auftrag als Retterteam. Und der war noch nicht mal im Kleinhain. Sondern schon in einem krassen Dungeon, du. Ich war ganz schön angespannt und nervös. Das hat ganz schön geschlaucht. Ich gehe jetzt nach Hause und schlaf mich aus. Lass uns morgen genauso erfolgreich weitermachen. Schlaf gut.
Gute Nacht, Pika. Wo bin ich? Ist es etwa ein Traum? Huch, da ist jemand. Wer mag das bloß sein? Etwa jemand, den ich kenne? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte einen merkwürdigen Traum. Aber ich kann mich nicht mehr genau an ihn erinnern. Ach, was soll's. Auf zu neuen Rettungstaten. Mal sehen, was heute im Briefkasten steckt. Oh yeah. Oh. Guck mal rein. Ja, Steuerung ist noch etwas seltsam. Da muss ich noch mit klarkommen. Aber war auch im Original so von da. Also auf der Overworld meine ich jetzt. Mike schaut in den Briefkasten. Doch, da ist kein Auftrag für das Retterteam. Das sind noch voll viele Briefe. Guten Morgen, Mike. Du bist aber früh auf den Beinen. Oh, ich sehe, du hast bereits im Briefkasten nachgesehen. Und? War was Interessantes in der Post? Neue Rettungsaufträge zum Beispiel? Nee, du. Was? Es sind keine Aufträge gekommen? Das dachte ich mir schon fast. Schließlich haben wir ja gerade erst angefangen. Halb so wild. Wollen wir zum Pokémon-Platz gehen? Am Infobrett der Pelipper-Post finden wir bestimmt einige Rettungsaufträge. Der Pokémon-Platz ist dort drüben. Dort rechts da. Komm, gehen wir. Ja, okay. Dies ist der Pokémon-Platz. Das ist der Keklion-Laden. Hier kannst du Items kaufen und verkaufen. Oh, Nostalgie kickt in. Das hier ist die Snobili-Bank. Snobili-Cat-Bank. Hier kannst du dein Geld einzahlen. Hier hätten wir den Schlupuk-Link, wo Schlupuk Attacken für dich kombiniert. Hä? Wie? Was kombinieren heißt? Nun, wenn du die Attacken kombinierst, kannst du sie gleichzeitig einsetzen. Sorry. Wenn du mehr erfahren möchtest, solltest du unbedingt Schlupuk selbst fragen. Okay. Dies ist das Kangama-Lager. Hier kannst du Items lagern, um sie nicht zu verlieren. Hast du wichtige Items, solltest du sie hier lagern, bevor du in einen Dungeon gehst. Da vorne hätten wir außerdem noch das Makuhita-Dojo. Hier kannst du Strategien für die Dungeons erlernen und perfektionieren. Na, was sagst du? Hier findet man jede Menge lustiger Läden, was? Läden. Sehen zwar nicht so aus, aber sind tatsächlich sehr nützlich alle. Ach, da hinten ist doch die Pelipper-Post. Folge einfach dem Weg, um hinzukommen. Wir bekommen dort bestimmt Infos zum Rettungsaufträgern. Lass uns zunächst zur Pelipper-Post gehen. Okay. Partner ansprechen, wenn du mal nicht weiter weißt, sprich mit deinem Partner. Vielleicht hat er ja ein paar nützliche Tipps parat. Ja, okay. Wir erkunden die Stadt dann ein andermal. Jetzt nicht. Das Gebäude dort ist die Pelipper-Post. Das sieht so cool aus. Hier werden Infos von Pokémon gesammelt, die irgendwo unsere Hilfe benötigen. Siehst du das Infobrett da? Dort werden Rettungsaufträge ausgehängt. Wollen wir es uns mal ansehen? Ja, natürlich. Warum nicht? Infobrett, angenommen Aufträge. Nehmen wir mal ein Infobrett. Was haben wir denn? Ich stecke in der Klemme, Kleinhain. Ich habe mich beim Kampf überschätzt. Kann mir hier bitte jemand helfen? Wo bin ich? Donnerheilhöhle. Ich bin erledigt. Bitte, ich brauche Hilfe. Siedelbeere gesucht, Donnerhöhle. Ich kann nicht schlafen oder das Item Siedelbeere. Bitte, ich biete doch eine tolle Belohnung. Noch nicht zurückgekehrt, Donnerhöhle. Offenbar kann Voltoball nicht weg. Bitte schickt ein Retterteam. Wir nehmen einfach mal alle an. Das habe ich im Original auch immer gemacht. Immer alle angenommen. Schwierigkeit ist auf F, also sehr einfach. Und das sind unsere Aufträge. Ja, die können wir auch nochmal ablehnen, aber passt. Die nehmen wir alle an.
Na, hast du all die Aushänge gesehen? Wenn du zu einer Rettung aufbrechen willst, musst du einfach nur den Auftrag annehmen. Und in den Dungeon gehen, in der im Auftrag angegeben ist. Folge einfach dem Pfad von der Basis nach Süden, um zu den Dungeons zu gelangen. Okay. Da wir noch Anfänger sind, sollten wir uns an die Aufträge hier am Infobrett halten. Aber mit jedem Auftrag wird unser Team bekannter werden. Und dann bekommen wir mit Sicherheit auch Rettungsaufträge mit der Post. Das kann gut sein. Mike, lass uns einfach so viele Aufträge wie möglich erfüllen. Wenn wir einen Auftrag annehmen, müssen wir zum angegebenen Dungeon, um den Pokémon in Not zu helfen. Naja, ich gehe mal kurz hier rein. Ich will kurz gucken, wie das hier aussieht. Willkommen in der Pilipa-Post. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Bei uns können sich Freunde mit Hilfe des Internets oder eines Passworts gegenseitig helfen. Wenn dein Team in einem Dungeon kampfunfähig wird, kann dir ein Freund zu Hilfe kommen. Natürlich kann dein Team auch einem anderen Retterteam zu Hilfe eilen. Außerdem können deine Teammitglieder deinem eigenen Team helfen. Wenn du gerettet wirst, verlierst du nichts. Und wenn du selbst jemanden rettest, bekommst du eine Belohnung. Hurra! Es ist sehr wichtig, einander zu helfen. Mach es dir am besten zur Gewohnheit. Um diese Spielfunktion optimal nutzen zu können, müssen Datum und Uhrzeit auf deiner Nintendo Switch-Konsole korrekt eingestellt sein. Nun denn, willkommen bei der Pilipa-Post. Wenn du zu einer Rettung aufbrechen willst, für die Option Pilipa-Portal. Das würde ich sagen, machen wir ein andermal. Das machen wir jetzt nämlich nicht. Aber es ist ein neues Feature, beziehungsweise ein altes Feature. Es gab es schon früher, aber damals war es sehr limitiert. Und es gab offensichtlich kein Online. Also ja. Ja, okay, Pika sagt das Gleiche. Okay. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt noch ein wenig um. Oh Gott, die Steuerung, da muss ich erstmal mit klarkommen. Hier fehlt übrigens jemand. Zu dieser Person kommen wir aber noch. Die ist halt momentan noch nicht da. Willkommen in der Snobilikat-Bank. Wie kann ich dir helfen? Ich möchte ein ganzes Geld haben. Nein. Komm bald wieder. Obwohl, schon die Erklärung hören. Du möchtest also mehr über meine Bank erfahren? Wusstest du, dass du dein kostbares Pokégeld verlierst, wenn dein Team in einem Dungeon kampfunfähig wird? Wenn du dein Geld aber in meine Bank einzahlst, musst du dir darum keine Sorgen mehr machen. Selbst wenn ich euch im Dungeon mal die Puste ausgeht, dein Kontostand bleibt davon völlig unbeeindruckt. Wenn du ein Konto bei meiner Bank hast, kannst du also ganz beruhigt deinen Geltungsaufträgen nachgehen. So einfach ist das. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Okay, aber haben wir momentan nicht nötig. Deshalb gucken wir uns weiter oben. Was ist denn überhaupt hier oben? Das gucken wir uns nochmal an, würde ich sagen. Welser Weiher. Okay. Da haben wir ihn, Welser. Aber Welser, warum chillst du da so alleine? Hier gibt's ja irgendwie nichts so. Was ist denn los, Welser? Ich hörte, es haben sich einige Erdrisse aufgetan, die alle in Gefahr bringen. Ich mache mir wirklich große Sorgen. Was nur, wenn Kinder in solche Spalten fallen? Das ist schlecht. Da müssen wir uns vielleicht drum kümmern. Reden wir mal mit den Leuten. Die können wir sogar wegpushen manchmal. Oh Gott, tut mir leid. Wie bitte? Oh, die Pilipa-Post. Die Pilipa-Post ist immer geradeaus von hier. Sie steht vorne am Kap. Du kannst sie gar nicht verfehlen. Okay, ja, da waren wir schon. Keine Ahnung, wieso, aber in letzter Zeit gab es sehr viele Naturkatastrophen. Aus Angst sind viele Pokémon wild und aggressiv geworden. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Vor kurzer Zeit gab es einen schlimmen Waldbrand, ganz fürchterlich. Zum Glück konnten Turtok und Impagato das Feuer schnell löschen. Aber wenn sie nur etwas später gekommen wären, hätte das übel geendet. Oh weh. Oh oh. Hey, Keklion. Herzlich willkommen beim Keklion-Laden. Was habt ihr denn so? Schaut in aller Ruhe um. Einen Flieh-Orb teleportiert das Team aus dem Dungeon. Er sorgt auf Abenteuern für Absicherung. Aber Vorsicht, es gibt auch Orte, an denen er keine Wirkung zeigt. Okay. Appell-Orb. Teleportiert alle Mitstreiter in die Nähe des Anwenders. Okay. Ja. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber cool. Und du? Das anders gefärbte Keklion, was es nur in diesem Spiel gibt. Es gibt TTMs. Okay.
Ist das neu? Glitzernde TMs. Wenn eine TM glitzert, kannst du sie benutzen, um einem Teammitglied eine Attacke beizubringen. Wenn du Start drückst, kannst du sehen, welche deiner Teammitglieder die Attacke erlernen können. Ja, gucken wir uns später mal an. Jetzt haben wir eh nicht genug Geld dafür, deshalb lassen wir es erstmal sein. Ich wollte mir noch das Item anschauen. Ah, warte, Kangama hat das noch, ne? Willkommen beim Kangama-Lager. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich will was abholen. Ich möchte nämlich meine Items abholen. Mehrere Exemplare abholen. Wenn du mehr Exemplare eines Items abholen willst, kannst du die genaue Anzahl festlegen. Bei Items wie Nadeln, Steinen und Zweigen kannst du die maximale Anzahl abholen, die zusammengefasst werden kann. Ja, alle natürlich. Ja, auch alle. Teambeleber-Orb belebt alle kampfunfähigen Teammitglieder, aber Vorsicht, Pokémon, die nicht dem Hauptteam angehören, können ab der nächsten Ebene nicht mehr wiederbelebt werden. Was? Okay. Nehmen wir uns mal mit. Muss ich ihn tragen dafür? Nee, oder? Ich kenne mich damit noch nicht ganz so gut aus. Ich habe jetzt übrigens random dazu entschieden, die Folgen alle 30 Minuten zu machen. Das heißt, die letzte Folge war ja 26 Minuten. Dafür werde ich dann diese Folge etwas länger machen. Wir haben den Amateur-Rang, das ist der normale Rang, der Standard-Rang. Den werden wir noch aufpushen. Willkommen im Schlupuck-Link-Laden. Womit kann ich behilflich sein? Oh, das ist das erste Mal, dass du Attacken verlinkst, nicht wahr? In diesem Laden kannst du die Attacken verlinken, über die ein Pokémon verfügt. Verlinkte Attacken können zusammen eingesetzt werden. Verlinkst du zum Beispiel die Attacken Kratzer und Tackle, kannst du Kratzer und Tackle zusammen gleichzeitig einsetzen. Das ist natürlich super stark, weil du so in einer einzigen Runde zweimal angreifst. Das Problem an der Sache ist allerdings, dass dein Magen schluppdiwupp leer wird, wenn du solche anstrengenden Angriffe zum Besten gibst. So eine Verlinkung lässt sich übrigens ganz leicht wieder aufheben, also keine Sorge. Na schön. Dann wählen wir erstmal was aus. Nee, ich bin kein Fan von diesen Dingen, aber kann man richtig krasse Sachen mitmachen. Also für Pros ist das bestimmt was, aber ich bin zwar ein Pro in dem Spiel, aber nicht so ein Pro. Also ja. Was hast du ja eigentlich? Warum können wir da nicht rein? Vielleicht wird das ja später noch was. So, hi. Das hier ist das Makuhita Dojo. Je härter du trainierst, desto stärker wirst du. Ja, hier können wir Training, Intensivtraining absolvieren. Das fangen wir dann in der nächsten Folge an. Denn da will ich erstmal alles sofort machen, denn das ist so eine Art, ja, ist halt ein Training, ist halt so eine Art Tutorial schon. Deshalb machen wir es direkt Anfang nächster Folge. Zu den Dungeon geht's da entlang. Nach unten. Lass uns einen Auftrag annehmen und dann nichts wie los, um Pokémon zu helfen. Wir können ja auch nach links, allerdings gibt's noch nichts. Hier links gäbe es nämlich Retterteam-Camps. Früher waren es Zonen, jetzt sind es Camps. Mir ist es eigentlich vollkommen egal. Nach Post 10. Oh, sorry. Nach Post 10. Nummer 1. Willkommen im Retterteam. Lesen wir mal die Zeitung. An alle neuen Mitglieder. Dein Retterorden besitzt die Kraft, gerettete Pokémon zurück in die Stadt zu senden. Halte den Orden einfach in die Höhe und erledigt den Rest für dich. Wenn du im Abenteuer voranschreitest, erhältst du Punkte, mit denen du den Rang... den Rang deines Teams steigern kannst. Versuche als erstes den Bronze-Rang zu erreichen. Pokémon-Retterorganisation. Okay. Da lassen unsere aufgenommenen Anträge. Und hier können wir uns nochmal neu lesen, wenn wir Bock haben. Okay. So, ich würde sagen, wir erledigen noch einen Auftrag und dann war's das mal wieder für heute. Was? Glitzernde Dungeons. Der Name eines Dungeons glitzert. Das bedeutet, dass er dort besonders viel zu, dass es dort besonders viel zu holen gibt. Du kannst dort die doppelte Menge an Pokégeld und viel mehr Schatzboxen finden als sonst. Also will das Spiel jetzt, dass ich in die Donnerhallhöhle gehe? Weil da gibt's ja mehr Geld als hier unten beim Kleinhain. Ja, okay, dann gehen wir zur Donnerhallhöhle. Habe ich nichts gegen. Kriegen wir eh viel mehr raus als dort unten beim Kleinhain. Ist das dein fucking Ernst? Während ich aufnehme, was denn? Danke.
Du. Schlammbad. Levelaufstieg, Level 7. Hast du gezeigt, mein Level ist gestiegen. Mike versucht Egelsamen zu erlernen. Um eine neue Attacke zu erlernen, muss das Pokémon eine alte Attacke vergessen. Natürlich erlernen wir Egelsamen. Gucken mal die Stärken an. Rankenhieb. Ist nicht so stark wie Samenbombe. Aber es hat zwei Felder. Schlammbad. Ich würde Tackle weg machen. Ich mach Tackle weg. Tackle soll verlernt werden. Mike hat den Tackle vergessen. Und Egelsamen erlernt. Nice. Da hallo was. So, Pikachu. Du musst auch mal ein wenig hier leveln, du. Aber wenn ich diese Layouts sehe, dann erinnert mich das sofort wieder an alte Zeiten. Oh, ich liebe es. Da war Geld. Ich würde sagen, wir gucken uns etwas um. Für etwas Morg Money. Aua, hey, was willst du? Okay. He is down. gehen wir mal hier lang. Er schläft ein Vieh. Bam! Nice. Hier gibt's nichts. Schade. Ja, komm, lauf einfach durch. Ist jetzt auch Schnuppe. Ich kann mich mal schon nicht bewegen. Deshalb mag ich das neue Rennen nicht. Das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt bei mir. Dungeon-Nachrichten. Die Nachrichten in der rechten unteren Ecke des Bildschirms geben dir Auskunft über die neuesten Ereignisse im Dungeon. Um ältere Nachrichten zu lesen, öffne mit X das Menü und wähle Sonstiges, gefolgt von Textprotokoll. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Sonnenkern aufhält. Ja, Sonnenkern ist ein... muss man retten. Haben wir gesehen. Oh, lol, was ist das denn? Schatzboxen. Liest du eine Schatzbox auf? Dann kannst du sie öffnen, sobald du den Dungeon wieder verlässt. Wenn du wissen willst, was da drin verborgen ist, musst du dich also bis dahin gedulden. Schatzboxen können nicht gelagert werden. Hä? Was? Okay. Hurra, du hast Sonnenkämpfe gefunden. Nice. Danke. Komm, spiel bitte zur Beliebepost. Zoom, zoom. Nein. Wir wollen ihn dann schon noch nicht verlassen. Steine und Nadeln. Pikachu hat irgendwas aufgesammelt. Drücke X, um das Menü zu öffnen und greife auf die Sammelbox zu. Wenn du nun einen Stein oder eine Nadel gefolgt von der Option Zuweisen auswählst, kannst du das Item jederzeit mit jedem spielbaren Pokémon werfen, indem du ZL und ZR zugleich drückst. Machen wir das doch mal. Das ist ein wenig verzögert. Tut mir leid, wo ist denn das? Luxusbox haben wir bekommen. Georock-Brocken. 5 Stück. Zuweisen. Okay, haben wir zugewiesen. Das ist doch cool. Ist auch neu. Deshalb müssen wir mal schauen, wie das funktionieren wird. Auf dieser Ebene gibt es nichts mehr, deswegen gehen wir weiter. Auf dieser Ebene wartet Wampel auf das Item Siedelbeere. Ja, ja, warum willst du dir kommen? Das ist Money, da unten ist noch ein Item. Ach, da bist du ja schon. Item Siedelbeere geben. Die ganze Essen. Yay. Auftrag abgeschlossen. Vielen Dank. So, eine unerledigte Aufgabe, die machen wir noch. Und dann war es das tatsächlich für heute. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt jede Folge 30 Minuten machen, statt die eigentlich geplanten... Pikachu, habe ich erlaubt, das einfach zu machen? Egal. Ich hatte die eigentlich gedachten 25 Minuten. Lohnt sich halt bei diesem Spiel, lange zu machen. Ah, hier ist schon die Treppe. Na, warte, Pikachu kann noch kurz das Item aufsammeln. Ja. Weiter geht's. Hala! Voltoball, unser letzter Klient. So, den wollen wir noch schnell hin. Ich glaube, der ist hier unten oder so. Werden wir mal sehen.
Ach, Pikachu, bitte schmeiß doch den Stein nicht. Lass es doch. Ist doch egal. Ja, hier ist Voltoball. Hi. Dun, 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 bam, bam, bam. Danke, komm später bitte zur Pelipper-Post. War eine tolle Stimme, oder? Okay. Ja, jetzt wollen wir den Dungeon verlassen. Was ist in der Box drin? Ah, ein Regenbogengummi? Oh, die Musik. Okay. Was ist das? Okay. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Ein Bankorb? Und Plosivsamen, die sind cool. Wir müssen uns das gleich mal anschauen bei Kangama. Oder nächste Folge. Und du hast was für mich? Ein zu eigener Schal? Das schauen wir uns alles in der nächsten Folge sofort an. Das ist ja sehr interessant dann. Danke, dass du Voltoball gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung. Talentorb. Ich kenne das alles nicht mehr. Oder ist das alles neu? Regenbogengummi sagt mir gar nichts. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen dann. Und euch sage ich dann auch schon mal bis morgen? Am nächsten Morgen? Ja. Bis morgen.